Inzwischen gibt es in Deutschland fast täglich Vergewaltigungen. Und nicht nur Vergewaltigungen durch einen Mann, sondern wie in Freiburg und jetzt womöglich in München, Vergewaltigungen durch gleich mehrere Männer. Ist auch einfacher für die Männer, denn dann wird es noch schwieriger, die Vergewaltigung letztendlich zu beweisen. Denn dann können die Männer sich absprechen und sagen, ja, das Opfer war damit einverstanden. Je mehr Männer beteiligt sind, das Opfer ist ganz alleine. Jeder, der schon mal in einer solchen Situation war oder der sich mit dem juristischen Hintergrund beschäftigt, weiß, dass das die Situation ist. Vergewaltigungen sind inzwischen in Deutschland so normal geworden, dass auch fast gar nicht mehr darüber berichtet wird. Zumindest nicht in den Mainstream-Medien. Anders in Italien, da wurde eine 16-Jährige vergewaltigt und umgebracht und es gab einen Aufstand praktisch in ganz Italien und eine große Beerdigung und es gab viele Menschen, die dort waren. In Deutschland nicht. In Deutschland werden Vergewaltigungen zurzeit eher unter den Teppich gekehrt. Es ist ja auch so, man muss es wirklich so sehen, dass die Frauen es selber schuld sind. So zumindest aus Sicht der Täter. Wir haben eine vollkommen veränderte Gesellschaft. Wir haben in unserer Gesellschaft, der Islam gehört zu Deutschland, zurzeit immer mehr Männer, die aus arabischstämmigen Ländern kommen. Und in diesen Ländern ist es einfach nicht Sitte, dass eine Frau alleine ohne männliche Begleitung, auch nicht in einer Gruppe von Frauen, in eine Diskothek geht. Frauen, die alleine in eine Diskothek gehen oder mit Gruppen von Freundinnen in eine Diskothek gehen, die sind Freiwild. Sie sind es selber schuld. Es sind die Eltern schuld. Die Eltern haben auch nicht vernünftig erzogen. Sie sollten ihre Töchter darüber aufklären, dass man in Deutschland jetzt mit dieser neuen Situation, die wir ja jetzt haben, an die wir uns auch gewöhnen müssen, dass es in dieser Situation für Frauen nicht mehr möglich ist, das macht man einfach nicht, alleine oder mit Freundinnen in die Diskothek zu gehen. Denn dann ist man Freiwild. Man braucht mindestens einen männlichen Begleiter. Man sollte auch nicht ohne männliche Begleitung nachmittags nach der Schule als Abiturientin oder als Realschülerin, Hauptschülerin, was auch immer. Man sollte nach der Schule nicht mehr mit Freundinnen sich beim Kaffee treffen. Das macht man nicht. In Cafés setzen sich ordentliche Frauen nicht alleine. Sie haben immer mindestens eine männliche Begleitung hinzu. Großes Problem ist auch, dass die Frauen die Männer in die Augen schauen. Wir sind so erzogen, ich bin noch so erzogen worden von meinen Eltern. Schau die Menschen in die Augen, schaue die Menschen an, wenn du mit ihnen redest. Falsch, falsch, falsch. Das ist die völlig falsche Erziehung. Das muss sich vollkommen ändern. Die Frauen müssen so erzogen werden, dass sie Männer nicht mehr in die Augen schauen. Sie schauen auf den Boden oder auf dem Handy oder sie schauen weg. Auf gar keinen Fall sollten sie einen fremden Mann in die Augen schauen. Für einen Mann aus einem arabischen Land, aus einem islamischen Land, ist das nämlich die Aufforderung, um etwas mit dieser Frau zu beginnen. Die Frau zeigt Interesse, die Frau möchte etwas von diesem Mann. Unsere Erziehungsmethoden, die wir jetzt über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, ne, selbstständige, offene Frauen, die alleine auch, vielleicht sogar ganz alleine, ohne Freundin irgendwo abends hingehen, das geht nicht mehr. Leute, auch Eltern, Frauen, Mädchen, das geht nicht mehr. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. So wie Merkel es möchte, wollte, ne, soll ja noch mehr werden, hat sich unsere Gesellschaft so verändert, dass es für Frauen nicht möglich ist, alleine in die Diskothek zu gehen. Mindestens ein männlicher Begleiter sollte dabei sein. Ansonsten sind sie Freiwild. Und wenn sie sich dann noch auf ein Getränk einladen lassen, ja, das ist ganz klar. Das ist dann keine Vergewaltigung. Das ist die Annahme des Getränkes, dieses Mannes in die Augen schauen. Das ist ganz klar. Das ist die Aufforderung. Das ist nicht die Schuld dieser Männer. Nein, das sind die Frauen, das sind die deutschen Frauen, die vollkommen falsch mit diesen Männern umgehen. Wir müssen endlich umdenken. Also neue Erziehungsmethoden, vielleicht sogar wirklich das Kopftuch für alle Frauen, ne? Das wäre doch eigentlich angebracht. Dann brauchen die Männer auch keine Angst mehr davor zu haben, dass sie etwas Falsches machen.
Es ist unfassbar, was zurzeit in Deutschland passiert. Ist klar, dass ich das alles natürlich nicht ganz ernst meine. Aber es ist so, wie es eigentlich zurzeit in eine Richtung sich entwickelt. Unfassbar.